Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir heute auf dem Gartentisch? Wir haben heute ein helles wieder aus dem Frankenland, doch schön aus Franken da irgendwie Bayern. Und kennen wir noch nicht. Müssen wir probieren, ich bin gespannt. So, und zwar ein, wie heißt denn das hier, Breiten-Lessauer Hell mit 4,8% Umdrehungen, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Das haben wir da drin. Hat einen eigenen Aufdruck bekommen, eine eigene Kapsel. So schaut die aus. So schaut das Etikett aus. Ist da so ein Haus drauf auch, ne? So ein, ja, so ein Fachwerkhaus heißen die so. Ich bin kein Architekt, aber ich glaube schon. Ich komme ja aus der Höhle, wisst ihr ja, ne? Ja, und es ist im Krugbräu, ja, was die da hergestellt haben in der Brauerei. Und ich bin mega gespannt, Freunde. Na, sieht so ein bisschen Vintage-mäßig aus, gefällt mir erstmal. Und ja, mal sehen, was es kann. 4,8% Umdrehungen, habe ich schon gesagt. Und ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja, gut runtergekühlt haben wir. Ich würde sagen, machen wir mal auf. Tastingglas ist am Start. Hat da wieder Bierdurst, ne, der alte Biersüffler. So, hier, lasse ich mal laufen. Erstmal hier gucken wir mal. Ja, Entspannungsverdampfung kommt ein bisschen raus. Kleiner Auspuff ist in Ordnung. Ich mache mal einen mittleren Einschank. Oh, dann heute schon wieder Biertag, merkt ihr, ne? Vorhin schon Radler getrunken. Naja, heute können wir mal ein bisschen. So sieht das erstmal aus. Mal gucken, mal gucken, was das ist. Ja, ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen, welch Wunder. Und von der Blume kriegen wir auf jeden Fall zwei Finger breit raus. Ne? Das seht ihr selber, also das ist schon ordentlich. Ich würde sogar sagen, da das hier so doch relativ feinporig ist, hält das Ganze hier so 90 Sekunden Standard locker im Glas. So, ich schwenke mal kurz ein bisschen. Bleibt auch an der Glaswand haften, also es ist schon so eine schöne Porigkeit, ne, vorhanden. Das ist schon ordentlich, wie die Blume da auf dem Bier sitzt. Und das sieht optisch schon mal sehr, sehr schön aus. Guck mal kurz auf die Softbox. So, vom Farbton her haben wir auf jeden Fall auf der EBC-Skala so ein klassisches Getreidegold, wo wir sagen, ne, das ist schon so schönes Getreidegold, schön kräftig, alles andere als verwässert oder verblasst, von daher schon mal super. Und von der Karbonisierung per Lange her, sage ich mal, bewegen wir uns so im Durchschnitt. Also es perlt ab, aber es ist jetzt nicht so ein Jacuzzi, Whirlpool oder ähnliches und ist aber auch jetzt nicht tot. Also es ist halt ein bisschen Bewegung, ist soweit in Ordnung. Ja, wenn das da so steht. Freunde, ich finde das okay. Ich gebe 4 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Also das Auge trinkt ja auch mit, wo wir sagen, passt. So, jetzt anschnuppern, Bouquet abchecken. Mal sehen. Aha, interessant. Ja, riecht mal, also bei Helle wisst ihr ja, da achte ich ja immer ganz genau drauf. Ne? Haben wir da so eine Aromaspitzen schon im Bouquet drin, so wie beim Schönrahmer etc., beim Citra und so. Ne? Und hier... Ja, das ist, was ist denn das? Das ist so eine ganz bestimmte Getreidigkeit. So eine ganz bestimmte milde Getreidigkeit, die aber lecker ist. Erinnert mich ein bisschen an die Männermilch, wo wir hatten. Ja. Doch, mag ich. Vom Bouquet her ist es jetzt nicht sehr selbstbewusst, aber es ist deutlich wahrnehmbar. Von daher sage ich mal, passt. Und es riecht durch dieses Getreide auch ein bisschen spannend. So, dann wollen wir mal probieren, oder? Habt ihr Bock drauf? Der Antrunk, ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Okay. Biersüffler in Action. Ich muss mal noch einen zweiten nehmen. Ja, war das jetzt gut oder war das schlecht? Was war das denn eben? Mein Kopf in the brain, alles ist verwirrt gerade. Also bei dem Hellen, da rechne ich ja schon immer von extrem scheiße bis extrem gut. Und hier bewegen wir uns irgendwie so in der Mitte, weil ich gar nicht so richtig weiß, was soll das. Also das ist so... Ja, was ist denn das? Also Aromaspitzen sind vorhanden, Freunde. Ist da beim Antrunk, ne? Merkst du auf der Zunge. Was ich noch merken kann, ist, dass es eine durchdachte Rezeptur ist. Das merke ich auch. Aber da ist irgendwas, was unrund ist.
Ich weiß nicht was. Es ist was Unrundes. Und es ist im Nachgeschmack noch. Das ist ja merkwürdig. Hui, das wird schwierig, Leute. Das wird schwierig. Ich einfach mal trinken, ne? Arbeiten wir uns mal vor. Attribute, dynamisch oder gemütlich? Also bei diesem hellen würde ich tatsächlich genauso wie beim Schönramer auch erstmal von einem gemütlichen Bier ausgehen. Das heißt, kleinere Schlucke nehmen, ein bisschen länger im Mundraum behalten, schön die Aromen sich einzeln entfalten lassen und ich glaube, dann hast du am meisten von. Bietet sich hier an, wenn du es zu schnell runterschluckst, das habe ich ja beim Anfang gemacht, ja, dann hast du halt so schon zwar eine gewisse Spritzigkeit, das ist auch der Erfrischungsfaktor, der ist da, das läuft ganz gut runter. Allerdings, da gehen diese ganzen, ja, ich nenne es jetzt mal feineren Nuancen verloren. Deswegen, das bringt dann nichts, dann wird es komisch. Deswegen durchaus ein bisschen länger, sage ich mal, im Mundraum behalten. So, also ganz klar gemütlicher Kandidat. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, Setting, Sommer, Biergarten, helles, wissen wir, soll ja ein Durstlöscher sein vom Bierstil her, hat man hier auf jeden Fall für mich persönlich das erstmal alles richtig gemacht, weil du hast Aromaspitzen drin. So viel also dazu. Fangen wir mal an, die auseinanderzunehmen. Ja, du hast ein Getreide, das ist so eine Mischung aus Getreide und Hopfen. Und das hast du sofort beim Antrunk. Also du hast sofort hier vorne im vorderen Zungenbereich meldet sich. Das ist vielleicht für den Andrew auch interessant. Das ist so ein Bier, wo die Geschmacks, also diese ganzen Aromen nicht aufbauend sich entwickeln, sondern so parallel verlaufen. Das ist so ein typisches Beispiel. Hier, ich halte es nochmal rein. Das ist so ein typisches Beispiel, was nicht aufbauend ist, sondern wo wirklich parallel nebeneinander die Aromen sind. Weil deswegen ist es auch ein bisschen komplizierter, dieses Bier. Weil du merkst halt, okay, du hast halt so dieses Getreidige, aber du hast eben auch den Hopfen gleichzeitig auf der Zunge. Das baut sich nicht auf, sondern das ist gleich alles sofort da. Das ist so ein bisschen schwierig. Ja, eindeutig. Hopfen und Getreide merkst du sofort. Läuft parallel. Ohne Mist, Leute. Merkst du. So. Ist nicht so süß. Ist also nicht so lieblich, sondern geht eher so in diese florale Richtung rein. So ein bisschen blumiger. Aber es ist irgendwann, ich weiß nicht was, es schmeckt irgendwie von der Textur her ist in Ordnung. Ja, das ist so ein Mundschmeichler. Das ist wirklich gut. Das läuft auch gut. Ja, von der Textur alles super. Von der Rezeptur allerdings, da ist irgendwas unrund. Da ist irgendwas, was mich stört. Ich weiß nicht was. Und es ist nicht dieses parallel verlaufende. Das ist in Ordnung. Kopfen ist geil. Merkst du raus, schmeckst du raus. Nur da ist irgendwas, was kantig ist. Es ist irgendeine Kante drin. Es ist keine Alkoholkante, es ist keine Hopfenkante. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es wirklich nicht. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Oder ist es der Alkohol? Ich meine, der dient ja auch hier als Geschmacksverstärker. Freunde, ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein sehr schwieriges Bier. Es ist jetzt nicht sehr einsteigerfreundlich, finde ich. Klar, du kannst es jetzt aufmachen, einfach weglöten hier und das Ganze machen. Aber wenn du jetzt in diesen hedonistischen Aspekt reingehen möchtest, wo du wirklich in die Virologie, in die Analyse reingehst, dann wirst du schon feststellen, okay, das unterscheidet sich schon ziemlich stark von anderen Hellen. Das ist vielleicht ein bisschen ja, was Spezielleres, was Besonderes. Aber meiner Meinung, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, es ist irgendetwas drin, was unrund schmeckt in der Rezeptur. Nicht in der Textur, in der Rezeptur. Ja, da ist irgendwas, so eine kleine Kante, die so ein bisschen komisch ist, wo ich sage, so, das hindert so ein bisschen den hedonistischen Spaß damit zu haben. Ne? Weil dann grübelst du nach, ja, was kann denn das sein? Und irgendwie ist das ein bisschen komplizierter. Ja, wie willst du das bewerten, Freunde? Also ein hedonistisches Highlight war es nicht. Ja, dann bleibe ich doch lieber beim Citra, beim Schönramer. Allgäuer, glaube ich, hieß es, ne? Das muss ich mir jetzt immer merken. Ja. Und ja, genau. Aber ganz schlecht ist es auch nicht. Also das ist es durch. Also das ist besser als hier, ne? Besonders mild und so. Das auf jeden Fall. Qualität scheint auch zu stimmen.
Freunde, ich gebe einen Durchschnitt. Ich gebe einen Durchschnitt. 3 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist mir wert. Und damit ist Biersuffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersuffler.